Meister Kief von Südweiler saß, den Kopf in den Händen über seinen Tisch gebeugt, da. Er blickte zum Himmel auf und atmete, abwesend, als hätte er die Welt um sich verloren. Ein Schüler von ihm, der dienend vor ihm stand, sprach: »Was geht hier vor? Kann man wirklich den Leib erstarren machen wie dürres Holz und alle Gedanken auslöschen wie tote Asche? Ihr seid so anders, Meister, als ich euch sonst über euren Tisch gebeugt erblickte.« Meister Ki sprach: »Es ist ganz gut, dass du darüber fragst. Heute habe ich mein Ich begraben. Weißt du, was das heißt? Du hast vielleicht der Menschen Orgelspiel gehört, allein der Erde Orgelspiel noch nicht vernommen. Du hast vielleicht der Erde Orgelspiel gehört, allein des Himmels Orgelspiel noch nicht vernommen.« Der Jünger sprach: »Darf ich fragen, wie das zugeht?« Meister Ki sprach: »Die große Natur stößt ihren Atem aus, man nennt ihn Wind. Jetzt eben bläst er nicht. Bläst er aber, so ertönen heftig alle Löcher. Hast du noch nie dieses Brausen vernommen? Der Bergwälder steile Hänge, uralter Bäume, Höhlungen und Löcher, sie sind wie Nasen, wie Mäuler, wie Ohren, wie Dachgestühl, wie Ringe, wie Mörser, wie Pfützen, wie Wasserlachen. Da zischt es, da schwirrt es, da schillt es, da schnauft es, da ruft es, da klagt es, da dröhnt es, da kracht es. Der Anlaut klingt schrill, ihm folgen keuchende Töne. Wenn der Wind sanft weht, gibt es leise Harmonien. Wenn ein Wirbelsturm sich erhebt, so gibt es starke Harmonien. Wenn dann der grausame Sturm sich legt, so stehen alle Öffnungen leer. Hast du noch nie gesehen, wie dann alles leise nachzittert und webt?« Der Jünger sprach: »Der Erde Orgelspiel kommt also einfach aus den verschiedenen Öffnungen, wie der Menschen Orgelspiel aus gleichgereihten Röhren kommt. Aber darf ich fragen, wie ist das Orgelspiel des Himmels?« Meister Ki sprach: »Das bläst auf tausenderlei verschiedene Arten. Aber hinter all dem steht noch eine treibende Kraft, die macht, dass jene Klänge sich enden und dass sie alle sich erheben. Diese treibende Kraft, wer ist es?« Verstrickungen der Außenwelt. Große Weisheit macht sicher und frei. Kleine Weisheit ist Tyrannei. Große Rede, glänzende Pracht, kleine Rede, nur Worte macht. Im Schlafe pflegt die Seele Verkehr. Im Wachen öffnet sich das körperliche Leben wieder und beschäftigt sich mit dem, was ihm begegnet, und die widerstreitenden Gefühle erheben sich täglich im Herzen. Die Menschen sind verstrickt, hinterlistig, verborgen. Aus Furcht vor kleinen Übeln beben sie ängstlich. Ist Großes zu fürchten, so werden sie gänzlich verstrickt. Bald fahren sie zu, wie der Bolzen von der Armbrust schnellt. Das nennt man Richter sein über Recht und Unrecht. Bald verharren sie auf etwas wie auf einen beschworenen Vertrag. Das nennt man seine Überlegenheit festhalten. Unaufhaltsam wie das Sterben im Herbst und Winter zehren sie täglich immer mehr ihre Kraft aus. Sie ertrinken in ihren Taten, also dass jede Umkehr für sie unmöglich wird. Sie sind zur Unfreiheit verdammt, wie mit Stricken gebunden, so sind sie eingefahren in ihre alten Geleise. Und ist das Herz dann erst dem Tode nahe, lässt es sich nicht zum lichten Leben wiederbringen. Lust und Zorn, Trauer und Freude, Sorgen und Seufzer, Unbeständigkeit und Zögern, Genusssucht und Unmäßigkeit, Hingegebensein an die Welt und Hochmut entstehen wie die Töne in hohlen Röhren, wie feuchte Wärmepilze erzeugt. Tag und Nacht lösen sie einander ab und tauchen auf, ohne dass die Menschen erkennen, woher sie sprossen. Genug, genug! Früh und spät besitzen wir jenes Etwas, von dem sie in ihrem Entstehen abhängig sind. Ohne jenes Etwas gibt es kein Ich. Ohne Ich gibt es nichts, das sie erfassen könnte. So ist es uns also ganz nah, wenn wir auch nicht seine Wirkungsart erkennen mögen. Man muss wohl einen wahren Leiter annehmen, obwohl wir keine äußere Spur von ihm zu erfassen vermögen.
Man kann entsprechend seinem eigenen Glauben an ihn handeln, aber nicht seine Gestalt sehen. Er hat Bewusstsein, aber hat keine Gestalt. Da ist mein Leib mit allen seinen Gliedern und Teilen. Welchen nun von euch Gliedern soll ich mich am nächsten fühlen? Ihr alle möchtet es gerne. Dann haben also all die eigenen Körperteile wohl auch ein Selbst? So sind sie mir gegenüber wie Knechte und Mägde. Aber Knechte und Mägde können nicht einander regieren. Oder besteht zwischen ihnen das Verhältnis von Herren und Knechten? Es muss aber wohl noch ein wahrer Herr da sein. Ob man sein Wesen zu ergründen sucht oder nicht, das fördert oder beeinträchtigt nicht seine Wahrheit. Von dem Zeitpunkt ab, da wir eine festgeprägte Form empfangen haben, bleibt er bestehen bis zum Ende. Aber wenn wir uns mit der Außenwelt beständig ritzen und reiben, so geht das Leben zu Ende, als flögen wir dahin und niemand kann es aufhalten. Ist das nicht traurig? Das ganze Leben sich abmühen, ohne einen fertigen Erfolg zu sehen, sich quälen in erschöpfenden Dienst und nicht wissen, wohin es führt. Ist das nicht zu beklagen? Die Leute reden von Unsterblichkeit, aber was hat das für einen Wert? Wenn der Leib sich auflöst, so wird auch die Seele davon betroffen. Ist das nicht aufs Tiefste zu beklagen? Ist das Menschenleben wirklich so von Dunkel umhüllt oder bin ich nur allein im Dunkeln? Und gibt es andere, die nicht im Dunkel sind? Sub specie aeternitatis. Wer sich an seine festgeprägten Gefühle hält und sich danach richtet, der ist mit sich immer im Reinen. Was braucht der, sich auf andere Erkenntnisse zu verlassen? Er wird immer bestimmte Ansichten haben, die sich ganz von selbst in seiner Seele bilden. Auch der Tor hat solche Ansichten. Wer aber dieses naive Selbstbewusstsein verloren hat und ohne solche festgeprägten Gefühle sich über Recht und Unrecht auslassen will, der macht es, wie es in dem Rätselworte heißt, heute mache ich mich auf ins Südland und bin doch schon lange dort. Ein solcher gibt das Nichtwirkliche für wirklich aus. Wenn aber einer das Nichtwirkliche für wirklich ausgibt, dann hört auch für den größten Weisen die Erkenntnis auf. Was soll ich mich da noch weiter damit beschäftigen? Worte sind doch kein bloßer Hauch. Wer redet, muss auch etwas zu sagen haben. Wenn einer alles, was er redet, absichtlich im Unbestimmten lässt, hat er dann wirklich etwas zu sagen oder hat er nicht vielmehr nichts zu sagen? Er meint wohl, dass seine Worte verschieden sind vom Piepen eines Kükens. Ist da wirklich ein solcher Unterschied oder ist da kein Unterschied? Wie kann aber der Sinn des Daseins so verdunkelt werden, dass es einen wahren und einen falschen gibt? Wie können die Worte so umnebelt werden, dass es Recht und Unrecht gibt? Wohin soll denn der Sinn des Daseins gehen, so dass er zu existieren aufhörte? Wie können denn Worte überhaupt existieren, während sie eine Unmöglichkeit enthalten? Der Sinn wird verdunkelt, wenn man nur kleine fertige Ausschnitte des Daseins ins Auge fasst, die Worte werden umnebelt durch Phrasenschmuck. So kommt es zu den gegenseitigen Verurteilungen der verschiedenen Philosophenschulen. Was der andere verneint, bejaht man, was jener bejaht, verneint man. Weit besser als das Streben, jedem Nein des anderen ein Ja und jedem Ja des anderen ein Nein entgegenzusetzen, ist der Weg der Erleuchtung. Es gibt kein Ding, das nicht vom Standpunkt des Nicht-Ich aus gesehen werden könnte. Es gibt auch kein Ding, das nicht vom Standpunkt des Ichs aus angesehen werden könnte. Nur dass ich die Dinge vom Standpunkt des Nicht-Ichs aus nicht sehen kann, sondern nur vorstellungsmäßig darum wissen kann. So wird nun von Menschen behauptet, dass das Nicht-Ich aus dem Ich hervorgehe und das Ich seinerseits vom Nicht-Ich bedingt werde. Das ist die Theorie von der gegenseitigen Erzeugung dieser Gegensätze in der Zeit. Nun wohl, so kommt man darauf, dass das, was nun lebt, im Lauf der Zeit stirbt, was nun tot ist, im Lauf der Zeit lebt, was nun möglich ist, im Lauf der Zeit unmöglich wird, was nun unmöglich ist, im Lauf der Zeit möglich wird, und dass dadurch die Bejahung und die Verneinung einer Behauptung jeweils begründet wird.
Damit kommt man aber über die Relativität nicht hinaus. Deshalb macht sich der Berufene frei von dieser Betrachtungsweise und sieht die Dinge an im Lichte der Ewigkeit. Allerdings bleibt er subjektiv bedingt. Aber das Ich ist auf diese Weise zugleich nicht Ich, das Nicht-Ich ist auf diese Weise zugleich Ich. So zeigt sich, dass von zwei entgegengesetzten Betrachtungsweisen jede im gewissen Sinne Recht und im gewissen Sinne Unrecht hat. Gibt es nun auf diesen Standpunkt in Wahrheit noch diesen Unterschied von Ich und Nicht-Ich, oder ist in Wahrheit dieser Unterschied von Ich und Nicht-Ich aufgehoben? Der Zustand, wo Ich und Nicht-Ich keinen Gegensatz mehr bilden, heißt der Angelpunkt des Sinns. Das ist der Mittelpunkt, um den sich nun die Gegensätze drehen können, so dass jeder seine Berechtigung im Unendlichen findet. Auf diese Weise hat sowohl das Ja als das Nein unendliche Bedeutung. Darum habe ich gesagt, es gibt keinen besseren Weg als die Erleuchtung. Der Sinn und die Welt. Mit Hilfe des Begriffs eines Fingers nachweisen zu wollen, dass ein als Finger bezeichnetes Ding kein Finger ist, kommt der Methode nicht gleich, die mit Hilfe des Begriffs des Nichtfingers nachweist, dass ein als Finger bezeichnetes Ding kein Finger ist. Mit Hilfe des Begriffs eines Pferdes nachweisen zu wollen, dass ein als Pferd bezeichnetes Ding kein Pferd ist, kommt der Methode nicht gleich, die mit Hilfe des Begriffs des Nichtpferds nachweist, dass ein als Pferd bezeichnetes Ding kein Pferd ist. Mit der ganzen Welt verhält es sich ebenso wie mit dem einen Finger, mit allen Dingen verhält es sich so, ebenso wie mit dem einen Pferd. Was möglich ist, ist möglich, was unmöglich ist, ist unmöglich. Ein Weg bildet sich dadurch, dass er begangen wird. Die Dinge erhalten ihr So-Sein dadurch, dass sie genannt werden. Worin besteht das So-Sein? Das So-Sein besteht eben im So-Sein. Worin besteht das Nicht-So-Sein? Das Nicht-So-Sein besteht eben im Nicht-So-Sein. Die Dinge haben notwendig ihr So-Sein. Die Dinge haben notwendig ihre Möglichkeit. Kein Ding ist ohne So-Sein. Kein Ding ist ohne Möglichkeit. Darum, was vom Standpunkt des Ichs aus ein Querbalken ist oder ein Längsbalken, Hässlichkeit oder Schönheit, Größe oder Gemeinheit, Übereinstimmung oder Abweichung, im Sinn sind diese Gegensätze aufgehoben in der Einheit. In ihrer Geschiedenheit haben sie ihr Bestehen. Durch ihr Bestehen kommen sie zum Vergehen. Alle Dinge, die jenseits sind vom Bestehen und Vergehen, kehren zurück zur Aufhebung in der Einheit. Aber nur der Schauende kennt diese Aufhebung in der Einheit. Er entfaltet keine Tätigkeit vom Standpunkt seines Ichs aus, sondern beruhigt sich beim allgemein Anerkannten. Das allgemein Anerkannte ermöglicht ungehinderte Tätigkeit. Diese Tätigkeit ermöglicht Fortschritt ohne Haften. Dieser Fortschritt führt zur Erlangung des Lebens. Wer das Leben erlangt hat, der ist am Ziel. Zu Ende ist für ihn die subjektive Bedingtheit. Er ist zu Ende und weiß nichts mehr vom So-Sein, das ist der Sinn. Wer seinem Geist abmüht, und die Einheit aller Dinge zu erklären, ohne ihre Gemeinsamkeit zu erkennen, dem geht's, wie es in der Geschichte heißt, morgens drei. Was bedeutet dieses morgens drei? Es heißt, ein Affenvater brachte seinen Affen Stroh und sprach, morgens drei und abends vier. Da wurden die Affen alle böse. Da sprach er, dann also morgens vier und abends drei. Da freuten sich die Affen alle. Ohne dass sich begrifflich oder sachlich etwas geändert hätte, äußerte sich Freude oder Zorn bei ihnen. Die Affen waren eben auch in ihrer subjektiven Bedingtheit befangen. Also macht es der Berufene in seinem Verkehr mit dem Menschen. Er befriedigt sie mit Ja und Nein, während er innerlich ruht, im Ausgleich des Himmels, das heißt, beides gelten lassen. Die ideelle Welt und die Wirklichkeit. Die Männer des Altertums führten ihre Erkenntnis weiter bis zu einem letzten Ausgangspunkt. Was war dieser Ausgangspunkt? Sie nahmen einen Zustand an,
da die Existenz der Dinge noch nicht begonnen hatte. Damit ist in der Tat der äußerste Punkt erreicht, über den man nicht hinausgehen kann. Die nächste Annahme war, dass es zwar Dinge gab, aber ihre Getrenntheit noch nicht begonnen hatte. Die nächste Annahme war, dass es zwar in gewissem Sinn Getrenntheiten gab, aber Bejahung und Verneinung noch nicht begonnen hatten. Durch die Entfaltung von Bejahung und Verneinung verblasste der Sinn. Durch die Verblassung des Sinns verwirklichte sich einseitige Zuneigung. Gibt es nun in Wahrheit eine solche Verwirklichung und Verblassung, oder gibt es in Wahrheit keine solche Verwirklichung und Verblassung? Die Welt der Wirklichkeit, in der der Sinn verblasst ist, sie gleicht der Musik, die den Saiten entströmt. Die Welt aber jenseits der Wirklichkeit und Verblassung des Sinns, sie gleicht der Musik, die nicht mit Saiten hervorgebracht wird. Es gab so manche Meister, die es weit gebracht hatten in ihrer Kunst und sich ihr ganzes Leben damit beschäftigten. Sie hatten ein Interesse daran, anders zu sein als die anderen, und hatten ein Interesse daran, die anderen aufzuklären. Aber die anderen besaßen nicht die Klarheit, dass sie hätten aufgeklärt werden können. Darum verloren sie sich schließlich in die Irrtümer logischer Spitzfindigkeiten, und ihre Schüler verstrickten sich schließlich in die Fäden ihrer Worte und brachten es ihr ganzes Leben lang zu nichts Wirklichem. Wenn man das als wirklichen Erfolg bezeichnen kann, so ist auch mein Ich etwas Wirkliches. Wenn man das aber nicht als wirklichen Erfolg bezeichnen kann, so sind Ich und Welt beide nichts Wirkliches. Darum ist es der Flimmerglanz der Ahnung, was der Berufene ersehnt. Er entfaltet keine Tätigkeit vom Standpunkt des Ichs aus, sondern beruhigt sich beim allgemeinen Anerkannten. Das ist der Weg zu wahrer Erleuchtung. Begriff und Sein. Nun gibt es noch eine Theorie. Ich weiß nicht, ob sie mit den eben genannten von derselben Art ist oder nicht. Aber einerlei, ob sie von derselben Art ist oder nicht, sie ist eine Theorie neben anderen und daher von jenen anderen nicht verschieden. Wie dem auch sei, wir wollen versuchen, sie auszusprechen. Gibt es einen Anfang, so gibt es auch eine Zeit, da dieser Anfang noch nicht war, und weiterhin eine Zeit, die der Zeit, da dieser Anfang noch nicht war, vorangeht. Gibt es ein Sein, so geht ihm das Nichtsein voran, und diesem Nichtsein geht eine Zeit voran, da auch das Nichtsein noch nicht angefangen hatte, und weiterhin eine Zeit, da der Nichtanfang des Nichtseins noch nicht angefangen hatte. Unvermittelt tritt nun das Nichtsein in die Existenz, ohne dass man sagen könnte, ob dieses Sein des Nichtseins dem Sein zuzurechnen ist oder dem Nichtsein. Nun habe ich aber einen Ausdruck dafür, ohne dass man sagen könnte, ob das, was ich damit ausdrücke, in Wahrheit einen Sinn hat oder keinen Sinn hat. Hierher gehören jene Aussprüche wie: Auf der ganzen Welt gibt es nichts Größeres als die Spitze eines Flaumhaares, und der große Berg ist klein. Es gibt nichts, das ein höheres Alter hätte als ein totgeborenes Kind. Und der alte Großvater Pong, der seine 600 Jahre gelebt hat, ist in frühester Jugend gestorben. Himmel und Erde entstehen mit mir zugleich, und alle Dinge sind mit mir eins. Da sie nun eins sind, kann es nicht noch außerdem ein Wort dafür geben, da sie aber andererseits als eins bezeichnet werden, so muss es noch außerdem ein Wort dafür geben. Das eine und das Wort sind 2, 2 und 1 sind 3. Von da an kann man fortmachen, dass auch der geschickteste Rechner nicht folgen kann. Wie viel weniger die Masse der Menschen. Wenn man nun schon vom Nichtsein aus das Sein erreicht bis zu 3, wohin kommt man dann erst, wenn man vom Sein aus das Sein erreichen will? Man erreicht nichts damit. Darum genug davon. Jenseits der Unterschiede. Die Begrenzungen sind nicht ursprünglich im Sinn des Daseins begründet. Die festgelegten Bedeutungen sind nicht ursprünglich den Worten eigentümlich.
Die Unterscheidungen entstammen erst der subjektiven Betrachtungsweise. Ich will die Unterscheidungsgründe nennen. Rechts und links. Beziehungen und Pflichten. Teilen und Beweisen. Widerspruch und Gegenwirkung. Das nennt man die 8 Kategorien. Außerhalb der Welt der Räumlichkeit gibt es Ideen, die der Berufene festhält, ohne sie zu beschreiben. Innerhalb der Welt der Räumlichkeit gibt es Ideen, die der Berufene schreibt, ohne sie zu beurteilen. Im Verlauf der Geschichte gibt es Taten, die der Berufene beurteilt, ohne beweisen zu wollen. Im Geteilten gibt es Unteilbares. In den Beweisen gibt es Unbeweisbares. Was heißt das? Der Berufene hat die Wahrheit als innere Überzeugung, die Menschen der Masse suchen sie zu beweisen, um sie einander zu zeigen. Darum heißt es, wo bewiesen wird, da fehlt die Anschauung. Der große Sinn bedarf nicht der Bezeichnung, großer Beweis bedarf nicht der Worte, große Liebe ist nicht liebevoll, große Reinheit ist nicht wählerisch, großer Mut ist nicht tollkühn. Ist der Sinn gleißend, so ist es nicht der Sinn. Sucht man mit Worten zu beweisen, so erreicht man nichts. Ist die Liebe korrekt, so bringt sie nichts fertig. Ist die Reinheit allzu rein, so ist sie nicht wahrhaft. Zeigt sich der Mut tollkühn, so bringt er nichts fertig. Diese 5 Dinge sind auf der Grenze zwischen der in sich geschlossenen himmlischen Welt und der kantigen wirklichen Welt. Darum, mit seinem Erkennen Haltmachen an der Grenze des Unerforschlichen ist das Höchste. Wer vermag zu erkennen den unaussprechlichen Beweis, den unsagbaren Sinn? Diese zu erkennen, Vermögen heißt, des Himmels Schatzhaus besitzen. Dann strömt es uns zu und wir werden nicht voll. Es fließt aus uns hervor und wir werden nicht leer. Und wir wissen nicht, von wannen es kommt. Das ist das verborgene Licht. So fragte vor Alters Yao den Shun und sprach, ich möchte einige rebellische Fürsten bestrafen. Nun sitze ich auf meinem Thron und werde den Gedanken an sie nicht los. Woher kommt das? Da sprach Shun, diese Fürsten fristen ihr Dasein gleich seien inmitten dichten Gestrüpps. Wie solltest du von ihnen nicht loskommen? Vor Alters gingen 10 Sonnen gleichzeitig auf, und alle Dinge waren im Licht. Um wie viel mehr sollte geistiges Leben der Sonne überlegen sein? Wer hat recht? Lückenbeißer fragte Keimwalter, wisst ihr, worin die Welt mit dem Ich übereinstimmt? Er sprach, wie sollte ich das wissen? Wisst ihr, was ihr nicht wisst? Er sprach, wie sollte ich das wissen? Dann gibt es also kein Wissen der Dinge? Er sprach, wie sollte ich das wissen? Immerhin, ich will versuchen, darüber zu reden. Woher weiß ich, dass das, was ich Wissen nenne, nicht Nichtwissen ist? Woher weiß ich, dass das, was ich Nichtwissen nenne, nicht Wissen ist? Nun will ich dich einmal fragen. Wenn die Menschen an einem feuchten Ort schlafen, so bekommen sie Hüftweh und die ganze Seite stirbt ab, geht es aber einem Aale ebenso? Wenn sie auf einem Baum weilen, so zittern sie vor Furcht und sind ängstlich besorgt, geht es aber einem Affen ebenso? Wer von diesen 3 Geschöpfen nun weiß, welches der richtige Wohnort ist? Die Menschen nähren sich vom Mastvieh, die Hirsche nähren sich vom Gras. Der Tausendfuß liebt Würmer und der Eule schmecken Mäuse. Welches dieser 4 Geschöpfe weiß nun, was wirklich gut schmeckt? Die Paviane gesellen sich zu Äffinnen, die Hirsche zu Hindinnen, die Aale schwimmen mit den Fischen zusammen und schöne Frauen erfreuen der Menschen Augen. Wenn die Fische sie sehen, so tauchen sie in die Tiefe, wenn die Vögel sie sehen, so fliegen sie in die Höhe, wenn die Hirsche sie sehen, so laufen sie davon. Welches von diesen Geschöpfen weiß nun, was wahre Schönheit unter dem Himmel ist? Von meinem Standpunkt aus gesehen sind die Grundsätze von Sittlichkeit und Pflicht, die Pfade von Bejahung und Verneinung unentwirrbar verwickelt. Wie sollte ich ihre Unterscheidungen kennen? Lückenbeißer sprach, ihr kennt nicht Nutzen und Schaden, kennt aber auch der höchste Mensch nicht Nutzen und Schaden? Keimwalter sprach,
Der höchste Mensch ist Geist. Wenn das große Meer im Feuer aufginge, vermöchte es ihm nicht heiß zu machen. Wenn alle Ströme gefrören, vermöchte ihm das nicht kalt zu machen. Wenn heftiger Donner die Berge zerrisse und der Sturm den Ozean peitschte, vermöchte ihm das nicht Schrecken einzuflößen? Einer, der also ist, der fährt auf Luft und Wolken, er reitet auf Sonne und Mond und wandelt jenseits der Welt. Leben und Tod können sein Selbst nicht verändern. Was erst sollen ihm dann die Gedanken an Nutzen und Schaden sein? Leben und Traum. Meister Blinkeblick fragte den Alten am Baume und sprach: Ich habe den Meister sagen hören solche Worte wie: Der Berufene geht nicht an seine Geschäfte mit Eifer, er wendet sich nicht dem Nutzen zu und kehrt sich nicht vom Schaden ab. Es freut ihn nicht zu streben und er folgt nicht dem Pfad. Ohne zu reden redet er, redend redet er nicht, er wandelt jenseits vom Staub und Schmutz der Welt. Seien Worte wie wilde Wellen, ich aber halte sie für geheimen Sinns Befolgung. Was haltet ihr, mein Meister, davon? Der Alte am Baume sprach: Das sind Worte, deren Hören selbst den Herrn der gelben Erde verwirren könnte. Wie sollte Konfuzius imstande sein, sie zu erkennen? Außerdem bist du zu voreilig in deinen Erwartungen. Du siehst das Ei und willst schon den Hahn krähen hören. Du siehst die Armbrust und begehrst schon gebratene Eulen. Ich will einmal ganz harmlos zu dir von diesen Dingen reden und du höre ganz harmlos zu. Wer steht zur Seite von Sonne und Mond und vermag das Weltall unter seinen Arm zu fassen? Er hält geschlossen seine Lippen, bringt zurecht seine Unklarheiten und Verwirrung und ehrt seine Sklaven. Die Menschen der Masse mühen sich ab. Der Berufene ist einfältig und schlicht. Er fasst die Jahrtausende zusammen und das eine vollendet sich in seiner Reinheit. Alle Dinge kommen an ihr Ende und er vereinigt sie in seinem Ich miteinander. Wie kann ich wissen, dass Liebe zum Leben nicht Betörung ist? Wie kann ich wissen, dass der, der den Tod hasst, nicht jenem Knaben gleicht, der sich verirrt hatte und nicht wusste, dass er auf dem Weg nach Hause war? Guy von Li war die Tochter des Grenzwarts von Ai. Als der Fürst von Xin sie eben erst genommen hatte, da weinte sie bitterlich, also dass die Tränen ihr Gewand feuchteten. Als sie aber dann zum Palast des Königs kam und die Genossin des Königs wurde, da bereute sie ihre Tränen. Wie kann ich wissen, ob die Toten nicht ihren früheren Kampf ums Dasein bereuen? Im Traume mag einer Wein trinken und morgens erwacht er zu Tränen und Klage. Im Traume mag einer klagen und weinen, des Morgens geht zum fröhlichen Jagen. Während des Traumes weiß er nicht, dass es ein Traum ist. Im Traume sucht er den Traum zu deuten. Erwacht er, dann erst bemerkt er, dass er geträumt. So gibt es wohl auch ein großes Erwachen und danach erkennen wir diesen großen Traum. Aber die Toren halten sich für wachend und maßen sich an, zu wissen, ob sie in Wirklichkeit Fürsten sind oder Hirten. Kung und du, ihr seid beide Träumende. Dass ich dich einen Träumenden nenne, ist auch ein Traum. Solche Worte nennt man Paradox. Wenn wir aber nach 10.000 Geschlechtern einmal einem großen Berufenen begegnen, der sie aufzulösen vermag, so ist es, als wären wir ihm zwischen Morgen und Abend begegnet. Lösung von Meinungsverschiedenheiten. Angenommen, ich disputiere mit dir. Du besiegst mich und ich besiege dich nicht. Hast du nun wirklich recht? Hab ich nun wirklich Unrecht? Oder aber ich besiege dich und du besiegst mich nicht. Habe ich nun wirklich Recht und du wirklich Unrecht? Hat einer von uns Recht und einer Unrecht oder haben wir beide Recht oder beide Unrecht? Ich und du, wir können das nicht wissen. Wenn die Menschen aber in einer solchen Unklarheit sind, wen sollen sie rufen, um zu entscheiden? Sollen wir einen holen, der mit dir übereinstimmt, um zu entscheiden? Da er doch mit dir übereinstimmt, wie kann er entscheiden? Oder sollen wir einen holen, der mit mir übereinstimmt? Da er doch mit mir übereinstimmt, wie kann er entscheiden? Sollen wir einen holen,
der von uns beiden abweicht, um zu entscheiden? Da er doch von uns beiden abweicht, wie kann er entscheiden? Oder sollen wir einen holen, der mit uns beiden übereinstimmt, um zu entscheiden? Da er doch mit uns beiden übereinstimmt, wie kann er entscheiden? So können also ich und du und die anderen einander nicht verstehen, und da sollten wir uns von etwas, das außer uns ist, abhängig machen? Vergiss die Zeit, vergiss die Meinungen, erhebe dich ins Grenzenlose und wohne im Grenzenlosen. Schatten und Halbschatten. Die Ränder des Schattens fragten den Schatten und sprachen: Bald bist du gebückt, bald bist du aufrecht, bald bist du zerzaust, bald bist du gekämmt, bald sitzest du, bald stehst du auf, bald läufst du, bald bleibst du stehen. Wie geht das zu? Der Schatten sprach: Alterchen, Alterchen, wie fragt ihr oberflächlich? Ich bin, aber weiß nicht, warum ich bin. Ich bin wie die leere Schale der Zikade, wie die abgestreifte Haut der Schlange. Ich sehe aus wie etwas, aber ich bin es nicht. Im Feuerschein und bei Tag bin ich kräftig. An sonnenlosen Orten und bei Nacht verblasse ich. Von dem anderen da, dem Körper, bin ich abhängig, ebenso wie der wieder von einem anderen abhängt. Kommt er, so komme ich mit ihm. Geht er, so gehe ich mit ihm. Ist er stark und kraftvoll, so bin ich mit ihm stark und kraftvoll. Bin ich stark und kraftvoll, was brauche ich dann noch zu fragen? Schmetterlingstraum. Einst träumte Zhuang Zhou, dass er ein Schmetterling sei. Ein flatternder Schmetterling, der sich wohl und glücklich fühlte und nichts wusste von Zhuang Zhou. Plötzlich wachte er auf. Da war er wieder wirklich und wahrhaftig Zhuang Zhou. Nun weiß ich nicht, ob Zhuang Zhou geträumt hat, dass er ein Schmetterling sei, oder ob der Schmetterling geträumt hat, dass er Zhuang Zhou sei, obwohl doch zwischen Zhuang Zhou und dem Schmetterling sicher ein Unterschied ist. So ist es mit der Wandlung der Dinge.